Ich hoffe mir von diesem Format, dass die Töchter natürlich ihre Mütter sehr ähneln werden. Ich erhoffe mir dann natürlich auch die richtige Entscheidung zu treffen, um dann natürlich eine gute Schwiegermutter zu haben und eventuell auch schon die richtige Partnerin. Da ich auch vom Typ her jemand bin, der sehr viel Wert auf die Familie legt, erhoffe ich mir natürlich eine tolle Schwiegermutter und nicht ein Schwiegermonster, weil das wäre ein absolutes No-Go. Aber ich habe ein gutes Gefühl dabei. Ich würde mir wünschen, dass die Mütter nicht nur das Positive ihrer Töchter erzählen, sondern auch natürlich ehrlich sind und auch mal Sachen ansprechen, die vielleicht nicht so prickelnd sind. Ich meine, mit der Zeit kommt es ja eh irgendwann alles raus. In einer Partnerschaft ist es mir natürlich sehr wichtig, dass man ehrlich gegenübereinander ist, respektvoll und natürlich auch loyal ist. Und das Ganze natürlich mit einer gesunden Mischung an Humor. Und ja, das ist die perfekte Beziehung für mich. Mich macht es zum perfekten Partner, da ich im Berufsleben stehe. Ich stehe auf beiden Beinen. Ich bin humorvoll, loyal, selbstbewusst. So ein Gesamtpaket kann man schon sagen, ne? Ich bin auch der perfekte Schwiegersohn, weil ich auch natürlich eine gute Bindung zu meiner Schwiegermutter haben möchte und ich gerne auch mal vielleicht ein Käffchen mit der Schwiegermutter trinken würde, wenn die Frau, sage ich mal, auf der Arbeit oder irgendwie beim Sport ist. Ich meine, wenn wir uns gut verstehen, muss ja nicht immer die Freundin halt auch dabei sein.